Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher Elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und jetzt geht es auf den lang ersehnten Trip in die Heimat von meinem Skoda Enyaq. Wir starten heute um kurz vor 8, wird eine lange Fahrt, das sind 740 Kilometer und ich bin echt gespannt, was ich euch alles an Videos von da mitbringen kann. Eins ist sicher, zumindest mal den Roadtrip. Alles Weitere sehen wir dann vor Ort. Auf geht's! Klar habe ich auf 100% aufgeladen, 430 Kilometer. Jetzt bin ich noch ungefähr 90 Kilometer von WLTP entfernt. Gar nicht mal so schlecht. Gucken wir uns aber doch sicherheitshalber mal die Ladeplanung an. Und das sagt Skoda selbst. Er rechnet mit einem einzigen Ladestopp an einer 300 kW Säule für 57 Minuten. Ergibt irgendwie nicht allzu viel Sinn und schätzt allerdings, dass ich 8 Stunden 31 unterwegs bin. 745 Kilometer. Das Ganze hier oben in Pump. Pump wird 3 Ladestopps machen. Finde ich jetzt relativ viel. Aber bei Pump habe ich natürlich eingestellt, dass ich mit 30% ankomme. Pre-ME3 könnt ihr natürlich beim Skoda Net einstellen, mit wie viel ihr ankommen wollt. Hier käme ich wahrscheinlich relativ leer an. Fahrzeit 8 Stunden 55, ja, da sind sie sich relativ einig. Ladezeit, interessanterweise 1 Stunde 20 zu 1 Stunde. Also so weit auseinander sind sie nicht. Allerdings, um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass es mit einem einzigen Ladestopp getan ist. Erster ungeplanter Stopp, aber nur um euch was zu zeigen. Ich bin jetzt eine Dreiviertelstunde unterwegs und mittlerweile hat mein Skoda gemerkt, dass seine Ladeplanung mit dem Verbrauch auf der Autobahn wohl nicht hinkommt. Während Pump immer noch an seiner festhält, ist Skoda jetzt auf 2 Säulen umgeschwenkt und leider hat er wieder, wie bekanntlich vor ME3, 250 kW genommen. Das möchte ich natürlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das da hinkommt. Ich bin da immer noch kritisch. Vom Regensburg-Trip weiß ich, dass wir gar nicht bis zu diesem Hage-Baumarkt kommen. Da ist mir eigentlich hier oben, was Pump zeigt. Ich wechsle mal kurz zu Pump. Oh, da hat sich immer noch nicht viel geändert. 3 Ladestopps, ziemlich wahrscheinlicher. Aber ja, das war's mit dem 300 kW Charger und dem einzelnen Aufladen. Unabhängig davon, wollte es euch nur kurz gezeigt haben, ich fahre jetzt weiter und wir sehen uns dann immer noch am nächsten Ladestopp wieder. Erstes Zwischenziel, erster Ladestopp an der Allego. Ich bin angesteckt mit 13% und ihr seht, da geht's los. Wir sind jetzt schon bei 100, 110, 116, Ladepeak erreicht. So ist Elektromobilität im Sommer. Kennt ihr alle. Ist natürlich super. Und ich muss euch ganz ehrlich was sagen. Das war jetzt für mich schon knapp. Ich hätte auch schon vor knapp einer Stunde rausfahren können. Hab extra gekniffen bei der Blase, damit ich bis hier komme. Restreichweite sind noch jetzt 65 Kilometer. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 18,2 Kilowattstunden. 99 Kilometer Durchschnittgeschwindigkeit. 341 Kilometer bin ich jetzt gefahren. Eben hat das Navi allerdings noch eine Umplanung vorgenommen. Und zwar just in dem Moment, wo das Auto meldet, ups, ich bin auf 20%, wollte es nicht mehr an diese Säule, die es vorher geplant hat, mit maximaler Leistung, sondern war der Ansicht, ich sollte an einen 50 kW Charger fahren. Sowas mache ich natürlich nicht. Gut, habe ich mir die Säule gemerkt, dann schnell als Zwischenziel eingefügt. Und was dann auch unglaublich nervig ist, du weißt, du schaffst es, oder? Es sind noch 8 Kilometer bis zu dem Ladespot. Du hast noch zu dem Zeitpunkt 84 Kilometer Restreichweite. Und alle 5 Minuten erzählt dir Laura, dass der Energieverbrauch zu hoch ist und das Ziel nicht erreicht werden kann. Da kann Skoda echt noch am Algorithmus ein bisschen feilen, dass das vor allem nicht alle 5 Minuten kommt. Wo ich gerade noch so hier rumstehe und warte, dass er voll wird, eben stört mich nicht, kann mich ein bisschen bewegen. Es kam jetzt auch öfter die Frage, ob ich mich wirklich nur auf den Powerpass von Skoda verlasse oder ob ich noch ein Backup dabei habe. Natürlich habe ich ein Backup dabei, gehört einfach heute noch dazu. Bei mir ist das dieser kleine Anhänger hier von Move Mobility.
Das ist jetzt ein Schweizer Ladeprovider, wahrscheinlich für die Österreicher und deutschen Zuschauer eher uninteressant, und damit bin ich wirklich gut aufgestellt. Naja, und wenn es hart auf hart kommt, das seht ihr ja dann beispielsweise auch hier, weil es in Deutschland, glaube ich, mittlerweile Pflicht ist, kann man natürlich auch pay as you go, also einfach mit der Kreditkarte bezahlen. Das vielleicht noch auf die Fragen Powerpass alleine oder noch irgendwas anderes dazu. Zack, sind wir auf 80%. Da seht ihr es, 33 Minuten haben wir geladen. Das reicht. Können den Ladevorgang hier entsprechend auch jetzt pausieren. Hier für euch nochmal in der großen Übersicht. Und ja, alles bestens. 52 Kilowattstunden haben wir jetzt nachgeladen. Ja, perfekt. Jo, und dann passiert, was oft passiert. Ich bin mit 33% raus, jetzt schon bei 34%, kurz hinter der tschechischen Grenze, und stecke hier einfach an der nächsten Ladesäule. Und ihr seht, er zieht auch jetzt schon wieder mit 110 kW. Einfach, ja, nach 2 Stunden, ich habe mein Wasser leer getrunken, ich hatte nur einen halben Liter dabei. Das bringe ich jetzt hier weg, kaufe mir was Neues zu trinken, und ja, jetzt so 14 Uhr bekomme ich langsam Hunger. Den Stopp hätte es noch nicht gebraucht, ich hätte durchfahren können bis zur Ionity, aber eben, jetzt nutze ich diese 10, 15 Minuten, um nochmal schnell was nachzuladen. Gerade den letzten Bissen wirklich runtergeschlungen, ich war nur auf Toilette, habe mir eine Coke gekauft und ein Sandwich, und ihr seht, ich habe 11 Minuten jetzt Pause gemacht, ich mache jetzt hier auch Schluss, das reicht, ja, ich muss nicht mehr laden. Und jetzt schauen wir mal, das dürften ungefähr 100 Kilometer gewesen sein. Ja, 19 Kilowattstunden sind 100 Kilometer, die ich jetzt nachgeladen habe. Während einer Pause, die unbedingt sein musste. Angekommen an meinem geplanten Ladestopp hier bei einer Ionity. Und ich habe noch 123 Kilometer Restreichweite. Und ihr seht, ich habe noch 102 Kilometer bis zum Ziel. Stellt sich die Frage, warum lädt der Kerl überhaupt hier? Beziehungsweise, warum hat er nicht beim letzten ungeplanten Stopp einfach 10 Minuten länger geladen und fährt durch zum Hotel? Ganz einfach, ich habe einfach nicht rausfinden können, ob das Hotel Ladeboxen hat oder nicht. Und damit ich nicht komplett ausgeschossen da ankomme, packe ich mir hier an der Ionity den Akku nochmal voll. Und das andere ist natürlich, an der Shell, an der E.ON-Säule zahle ich mehr mit dem Powerpass als bei Ionity. Ionity ist immer noch unschlagbar günstig. Und prinzipiell müsste ich jetzt gar nicht mehr laden. 20 Kilometer Restreichweite. Ich könnte jetzt hier auch einfach 5 Minuten laden, um zu fahren, wenn ich denn wüsste, wie die Ladesituation am Hotel ist. Und das würde ich auch jedem empfehlen in so einer Situation. Hat das Hotel eine Lademöglichkeit, dann lade nur so viel nach, wie du brauchst, und verkürze die Reisezeit. Ich gehe jetzt mal anstecken. Ja, ihr seht, 25% habe ich noch. Säule legt los. Dann gucken wir mal, wohin unser Kilowattwert wandert. Ja. Ja, und da sind wir da. Ja, ihr seht, 127 haben wir. 127 kW, das ist Peakleistung bei 25%. Wichtig dazu zu sagen, die ganze Fahrt übrigens, oder, waren es draußen 25 bis 30 Grad. Klimaanlage war eingestellt auf 22 Grad, immer aktiv. Und ich bin im Eco-Modus gefahren, weil ich eh nicht vorhatte, schneller als 130 zu fahren. Wir sind hier im Schlussspurt an der Ionity, 79%. Wir laden immer noch mit fast 70 kW, haben gleich 42 Kilowattstunden nachgeladen. Und da haben wir 80% voll. Der Vorgang ist beendet, und ja, von 25 hoch auf 80% in 28 Minuten. 17.15 Uhr und mein Enyaq ist zu Hause dahin zurückgekehrt, wo er gebaut wurde. Vorne seht ihr, 220 Kilometer oder 54% habe ich noch. Gucken wir uns einfach mal die Fahrdaten noch dazu an. Dann seht ihr, ich bin jetzt fast 750 Kilometer gefahren, Durchschnittsgeschwindigkeit 95, die ist runtergegangen, vor allem bei der Umfahrung von Prag, 18,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist ein Topwert. Und das ist wirklich realistisch gefahren auf der Strecke. Ihr seht, ich habe knapp 8 Stunden gebraucht. In diesen 7,55 Stunden ist natürlich nicht enthalten die Standzeit oder die Ladezeit. Und leider nicht direkt neben mir, aber da vorne habe ich schon was entdeckt. Das zeige ich euch, sobald ich ausgestiegen bin.
Hier, da steht mein Enyaq iWi. Nach 750 Kilometern sieht immer noch schick aus. Hm? Und schaut mal, was da steht. Neben dem Tiguan, da steht ein Skoda Enyaq iWi Coupé. Und dreimal dürft ihr raten, ja, das ist meiner für meinen Aufenthalt hier. Und guckt mal hier. Ich habe mir bewusst keinen RS geben lassen, sondern einen 80X, damit ich einen 1:1 Vergleich machen kann. Ich lade meinen Enyaq hier schon für die Rückfahrt auf. Man steckt hier an einer Säule von Skoda. Ihr könnt es hier sehen, 42% hat er. Ich habe ihn aber mit 38 angesteckt, darum lädt er auch nur mit 70 kW. Und stehe hier vom Service Training Center von Skoda. Und natürlich, hier hat es noch viel mehr. Hier seht ihr auch jede Menge Coupés. Klar, wir sind in Mladá Boleslav und da hat es natürlich jede Menge Skoda und natürlich auch jede Menge Skoda Enyaq. Und gefühlt ist ganz Mladá Boleslav Skoda. Und darum nehme ich euch jetzt einfach mit auf einen kleinen Spaziergang und zeige euch einfach mal von außen ein bisschen, was hier alles Skoda ist. Wir sind jetzt gar nicht so weit gegangen. Da hinten seht ihr vielleicht noch das Service Training Center und da beginnt das Skoda-Werk. All die grauen Hallen, die ihr da seht, das ist schon Skoda und das zieht sich endlos in diese Richtung. Die Baukräne verraten es auch schon, hier wird noch richtig weiter ausgebaut. Skoda kommt mit dem Bau nämlich kaum hinterher, wie ich gestern erfahren habe. Und hier geht es einfach nahtlos weiter mit Skoda. Da sind die ersten großen Mitarbeiterparkplätze mit Ladesäulen und hier drüben, hier ist das Headquarter. Ja, dieses unscheinbare Gebäude mit dem riesen Skoda-Zeichen obendrauf, das ist das Headquarter von Skoda hier in Mladá Boleslav. Ganz ehrlich, dass sich das hier alles für mich so geöffnet hat und dass man auf mich zugegangen ist, das ist nicht selbstverständlich. Schon gar nicht, wenn ihr euch überlegt, was ich für ein kleiner YouTuber bin und gemessen an anderen YouTubern und anderen Journalisten, ich nur eine geringe Reichweite habe. Dafür bin ich schon mal sehr, sehr dankbar. Und ich bringe euch wirklich viel mit. Wir sind jetzt am Mittag des zweiten Tages, also am Freitag. Und ich hatte einen Vormittag Druckbetrankung zu allen Fragen rund um den Enyaq. Und ich bringe euch verdammt viele Antworten mit. Dazu aber noch eine kleine Anmerkung, während wir gerade hier stehen. Ich formuliere das einfach mal so. Du bekommst hier Antworten, die kannst du aufnehmen. Und du bekommst hier Antworten, die hast du gehört. Und dieser Quell, den ich hier aufgetan habe, über diese Antworten auf diese Fragen, der würde ganz schnell wieder versiegen, wenn ich einfach alles raushauen würde, was ich hier mitbekomme. Und darum werde ich das auch nicht tun. Ich weiß, dass ihr von mir was anderes erwartet. Ihr erwartet, dass ich wirklich einfach auf alles Auskunft gebe. Aber das würde eben diese Quelle sofort abschneiden und das hilft weder euch noch mir. Von daher werde ich auch hier entsprechend ein bisschen darauf achten, dass ich die richtigen Sachen sage. Einige Videos muss ich mir auch freigeben lassen. Das ist so, aber das zeigt euch auch, an was für Informationen ich hier komme und dass Skoda wirklich ein ernstes Interesse hat, hier mit mir zusammen etwas zu machen. Und das ist mega. Das ist mega gut für euch und für mich. Darum werde ich vielleicht in einigen Videos etwas diplomatischer und etwas zurückhaltender sein, als ihr es bisher kennt. Aber es ist wirklich in unserer aller Interesse, dass wir diesen Kanal für uns offen halten, für die Enyaq-Fahrer, für die Elektromobilität mit Skoda. Während wir uns hier weiter entlang des Werkes bewegen, da vorne das große weiße Gebäude, das ist die Skoda-Administration. Die ist direkt neben dem Headquarter und gefühlt ist hier so ziemlich jedes Gebäude Skoda. Geradeaus, was ihr vielleicht seht, das gelbe Gebäude, ist auch Skoda und natürlich diese gesamte Fläche hier. Und jetzt kommen wir zu etwas, das haben sie gerade erst neu gebaut. Das sind die Ladeparks für die Mitarbeitenden. Hier, wie gesagt, der erste Parkplatz, der noch leere hier vorne, gleich der zweite Parkplatz. Ja, Skoda stellt sich definitiv auch für die Mitarbeitenden voll auf Elektromobilität ein. Und dort im Hintergrund, wo das Wappen von Skoda oben an dem Dach ist, das ist der Haupteingang in das Werk hier in Mladá Boleslav. So, jetzt könnt ihr den Haupteingang ins Werk auch sehen. Drei Spuren rein, drei Spuren wieder raus. Kurze Anmerkung noch, bevor ich hineingehe, ich musste da drin eine ziemlich harte Entscheidung treffen. Und vor mir seht ihr die Produktionshalle M13. M13,
Das ist die Halle, wo alle eure Enyaqs gebaut werden. Da stehen auch jede Menge, da drin gibt es noch jede Menge mehr. Aber eben, ich habe mich für die Batterieproduktion entschieden und gegen die Produktion des Enyaqs hier drin. Das bewahren wir uns für den nächsten Besuch auf. Kurze Frage, braucht noch jemand ein Enyaq Coupé? Weil da drüben stehen, keine Ahnung, 20 Stück gerade rum. Einer nach dem anderen. Guckt euch diesen Parkplatz hier an. Und das hier ist nicht das Banking, hä? Die sind alle zugelassen, die können alle auf die Straße. Da wird man ein bisschen neidisch. Weil die Frage so oft kam, ob man nicht mal einen grauen Enyaq zeigen kann in der neuen grauen Farbe. Der Wunsch, den kann ich euch erfüllen, leider hier nur durch den Zaun, aber da seht ihr ihn. Weiter geht die Reise, hier seht ihr Purchasing, hier sitzt dann wohl der Einkauf von Skoda in diesem schönen älteren Gebäude drin. Und hier das Gebäude einfach nochmal von vorne, weil es so schön ist. Dahinter seht ihr, ist immer noch das Werk, das zieht sich und zieht sich und zieht sich, bis wir dann gleich da vorne Richtung Skoda Museum und Shop und Skoda Service kommen. Vorbei an dem gerade erwähnten Einkaufscenter sehen wir jetzt da vorne das Skoda Museum. Das ist sicherlich auch ein Besuch wert. Und daneben das große Customer Service Center und den Skoda Shop. Und auch von hier, wenn ihr guckt, seht ihr nach da hinten noch viel mehr Skoda-Werk. Und das sollen auch die letzten Impressionen hier in diesem Roadtrip von Mladá Boleslav für euch sein. Die ganzen Detailvideos, die folgen ja noch. Und da sind natürlich auch jede Menge Fragen und Antworten mit dabei. Da ist der Skoda Enyaq Coupé dabei. Ich zeige ihn euch hier noch mal kurz. Jede Menge Videos, 5 oder 6 an der Zahl, werden aus diesem Besuch hier, diesem zweitägigen Besuch werden. Und noch was, das war nicht mein letzter Besuch vor Ort. Ganz im Gegenteil. Die Leute von Skoda und ich, wir haben uns echt gut verstanden und hier ist definitiv mehr möglich. Kurz vor 7 am Samstag, heute ist Rückreisetag. Jetzt geht es wieder 750 Kilometer in die Schweiz. Ich starte bewusst früh, weil es sind halt da doch 9 Stunden Fahrt. Und wer dem Kanal länger folgt, weiß, ich bin ein Frühaufsteher und so hoffe ich ja auch noch dem ein oder anderen Stau zu entgehen. Ihr seid wieder mit dabei. Und ja, ich fahre jetzt hier direkt los. Ich habe gestern, ja, wie ihr gesehen habt, mein Auto noch aufgeladen. 98% habe ich noch. Da seht ihr übrigens auch eines von diesen Dingen, über die ich noch im Batterie-Frage- und Antwort-Video spreche. Gestern waren das noch 99% und durch die Temperaturveränderung ist es deutlich kühler geworden hier und die Standzeit habe ich einfach 1% verloren. Ich habe aber nicht wirklich 1% verloren, aber das kommt im Detail alles im Batterie-Frage- und Antwort-Spiel. Ich habe einfach ein bisschen Spannung weniger in der Batterie, weil der Prozentwert, der wird einfach aus der Spannung errechnet und kann deswegen halt auch mal über Nacht schwanken und ist daher sehr, sehr dynamisch. Aber das wollen wir nicht hier im Roadtrip-Video besprechen. Das erkläre ich euch alles im Batterie-Video. Ich habe super Antworten bekommen, nicht nur darauf, sondern auch auf ganz, ganz viele andere Fragen. Ich fahre jetzt los und ja, wir reden nochmal am ersten Ladestopp. Der erste Ladestopp steht an. Ich bin jetzt auch schon fast 3 Stunden unterwegs und gönne mir jetzt einfach eine ordentliche Ladung hier an der Ionity. Bin mir auch sicher, dass wir sofort wieder Peak laden werden, aber gucken wir mal. Ich zeige es euch natürlich. So, da geht's los. 15% habe ich noch drin und wir sehen, es klettert wie es soll. Sofort hoch, 50, 70, 100 und da sind wir bei Peak, 125 kW. Ihr könnt das sehen. Ich habe 270 Kilometer, 2 Stunden 40 bin ich unterwegs. Verbrauch ist jetzt deutlich höher als auf der Hinfahrt. Da fehlt halt einfach noch so ein bisschen der Ausgleich durch die Tempobeschränkungen, Baustellen, die Strecke rund um München und so. Bin mir sicher, wir sind nachher wahrscheinlich wieder unter 20 Kilowattstunden. Aber jetzt sind wir etwas höher, deswegen hat die erste Strecke auch keine 300 Kilometer gedauert.
Biopause und Kaffee. Ich komme zum Auto zurück und bin schon wieder auf 74%. 5 Minuten stehe ich noch bei traumhaft schönem Wetter. Und ja, genau so muss Elektromobilität für mich laufen. Der nächste Ladestopp steht an. 507 Kilometer auf der Uhr, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist ein bisschen runtergegangen. Ja, der Verbrauch ist jetzt gut 2 Kilowattstunden höher. Müssen wir mal rausfinden, ob das am Ende auch so bleibt. Ich bin jetzt hier mit 63 Kilometern angekommen. SOC ist 16%. Ja, stecken wir an. Und da geht es direkt wieder los, 16%, und wir gehen natürlich sofort auf Peak hoch. Diese spiegelnden Ionity-Displays, die sind echt schwer zu filmen. Ich lese es euch vor, 126 kW instant. Ich möchte euch aber noch was anderes hier zeigen. Schaut mal hier, die Ionities, die sind hier. Und jetzt kommt mal mit. Jetzt zeige ich euch einfach mal, wie der ganze Spaß an dieser Raststätte ausgeschildert ist. Denn wenn ihr den Ladeschildern hier an den Lechwiesen folgt, dann sagen die euch da hinten, dass ihr diese Strecke langfahren sollt. Und dann sind sie da oben und zeigen nach da hinten weg. Und da hinten steht eine einzelne 50 kW Säule. Wenn ihr so rumfahrt, dann kommt ihr prinzipiell nicht mehr hier zu den Ionities. Es gibt keinen Weg hinten rum. Ihr müsst dann da vorne, wo dieser blaue Kasten ist, stoppen, weil dann merkt ihr, dass die Ionities hier stehen und diese eigentlich Einbahnstraße rückwärts reinfahren. Ansonsten ist Essig mit Ionity. Das ist auch wieder sowas. Ja, Ionities, schön nah am Rasthaus, alles gut, aber mit einer falschen Beschilderung ist das echt auch nett, wirklich gut gelungen. Leute, das war eine schnelle Pause. Das könnt ihr auch nur machen, wenn ihr alleine fahrt, so wie ich. Normalerweise wird es länger dauern. Mein Essen hatte ich übrigens, da war das Auto schon bei 63% und ja, 32 Minuten vergangen, 81% drin. Wir laden noch mit 70 kW. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Ich alleine habe jetzt wirklich eine schnelle Pause gemacht. Rein da drüben, Bio, dann Essen bestellt, aufs Essen gewartet, draußen kurz gegessen, dazu was getrunken, komme zurück und bin schon über 80%. Fahre ich deswegen direkt los? Nee, das tue ich nicht. Ich werde jetzt hier noch eine Runde rumlaufen, mir kurz die Beine vertreten und Luft schnappen. Wenn ich dann wiederkomme, ist die Kiste wahrscheinlich auf 90%. Kleine Anmerkung noch. Für die, die jetzt sagen, es sei ganz schön egoistisch, über 80% zu laden, mache ich auch nur, weil hier noch 2 Stalls bei Ionity frei sind. Wäre jetzt hier eine Schlange oder wäre jetzt alles voll, würde ich natürlich dem nächsten Platz machen und nicht jetzt noch extra über 80% laden, weil das halt auch lange dauert. Und ihr seht, Ionity plant hier aber auch schon den Ausbau. Hier kommen die nächsten 2 Säulen, dann hätten wir 6 Stalls. Aber eben, denkt dran, wenn ihr länger ladet als 80%, macht es nicht an Säulen, wo richtig Andrang ist, weil wenn die Leute warten müssen, ist es echt nicht fair. Eben, hier geht's, hier sind noch 2 Plätze frei. 776 Kilometer später bin ich wieder zu Hause. Ja, auf der Rückfahrt waren es ein paar mehr Kilometer. Ich habe noch den ein oder anderen Umweg fahren müssen, um Staus zu umgehen. Das erklärt auch die etwas längere Reisezeit. Da gab es doch mitunter so Staus von 1 bis 2 Stunden Länge wegen Unfall in der Baustelle und Co. Da kommt es her. Deswegen auch ein bisschen niedriger in der Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, 1 Kilowattstunde pro 100 Kilometer höherer Verbrauch als auf der Hinfahrt. Das ist nicht dramatisch. Ich bin übrigens mit 94 Kilometer Restreichweite zu Hause angekommen. 19% sind noch in der Batterie. Und das bedeutet auch, die 8%, die ich über 80% geladen habe in den Lechwiesen auf der Raststätte, die hätte ich gar nicht gebraucht. Ich wäre immer noch mit über 10% nach Hause gekommen. Traumhaft schönes Wetter an diesem Sonntag, wo ich noch kurz auf ein paar Zahlen und Daten von dem Trip eingehe, während ich hier auf meinem Balkon sitze. Ich lese es von einem Zettel ab, dann ist einfacher. Blende euch aber hier natürlich auch nochmal aus PowerPass die Abrechnung ein. Gesamtverbrauch 329,7 Kilowattstunden, also sagen wir 330 Kilowattstunden hin und zurück für die 1500 Kilometer und die Testfahrt vor Ort. Wenn wir das umrechnen, was da an Geldbeträgen steht,
Dann kommen wir für die Hinfahrt auf 53,39 Franken und für die Rückfahrt auf 50,66 Franken. Wichtig, ich habe natürlich für die Hinfahrt auch die Ladung zu Hause mit reingerechnet, wo ich ja von 100% auf 13% runtergefahren bin bis zum ersten Ladestopp. Die sind auch in den 330 Kilowatt mit drin. Und wenn wir das zusammenzählen, dann hat die gesamte Fahrt mit meinem Enyaq iV 104 Franken und 5 gekostet. Also sagen wir mal 100 Franken, gute 100 Franken für 1500 Kilometer. Wenn wir das umrechnen, und das kann man ja, in ein Diesel-Äquivalent, ja, ein Liter Diesel hat ungefähr 9,8 Kilowattstunden Energie, dann habe ich auf der Fahrt 33,6 Liter Diesel verbraucht. Ja, wenn ich Diesel genutzt hätte, habe ich aber ja nicht. Das hört sich ganz schön gut an. Ich mache jetzt auch noch mal einen Vergleich. Was bietet sich da an? Naja, der Skoda Karoq, der ist ja ungefähr so groß wie der Enyaq und den gibt es mit einem Dieselmotor. Der ist von Skoda WLTP mit 6,5 Litern angegeben. ADAC hatten mit 6,7 Litern getestet, aber nehmen wir einfach mal WLTP. Also 6,5 Liter auf 100 Kilometer, 1500 Kilometer, dann reden wir von 97,5 Litern Diesel. Und wenn wir das mit den aktuellen Spritpreisen umrechnen hier in der Schweiz, Liter Diesel, 2,40 Franken, dann reden wir von satten 234 Franken. Im Vergleich zu den 104 Franken, die ich verfahren habe, ist das mehr als doppelt so teuer. Aber was anderes ist auffällig. 97,5 Liter in einem Skoda Karoq, der deutlich weniger wiegt als ein Enyaq, versus 33,6 Liter Diesel-Äquivalent im Enyaq. Der Enyaq braucht, obwohl er schwerer ist, deutlich schwerer, für die gleiche Strecke nur ein Drittel der Energie. 4 Tage Roadtrip sind vorbei. 2 davon ausschließlich in Mladá Boleslav bei Skoda, wo ich euch jede Menge Informationen und Videomaterial mitgebracht habe. Das muss jetzt natürlich verarbeitet werden. Das braucht ein bisschen Zeit. Darum seht ihr wahrscheinlich zuallererst diesen Roadtrip. Und kleiner Ausblick schon mal auf den Vergleich ME3. 0795. Wenn wir die Navigation und Ladeplanung von der ME3 haben, dann brauche ich auch keine Zusatz-Apps mehr. Aber das könnt ihr euch dann in dem entsprechenden Video anschauen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn du gerade schon da bist, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Das hilft mir für die Reichweite, dass meine Videos öfter aufgerufen werden. Für dich ist es komplett gratis und ein enormes Zeichen der Wertschätzung für mich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin bleib energiegeladen.